Schau, wie dehnbar der Schleim ist. Willst du etwas Cooles sehen? Steck deinen Schleim in die Toilette. Du solltest dich an den Klempner wenden. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, das runterzuspielen. Das macht so viel Spaß. Es sieht aus, als würden wir hier eine Bombe zusammenbrauen. Oh nein, eine Schleimflut. Oh, was hast du getan? Es war ein Unfall. Polizist, meine Nachbarn haben eine Bombe. Das kleine Mädchen ist schuld. Oh, das gibt's doch nicht. Ich war's nicht. Lüg nicht, du bist verhaftet. Oh nein, kommen Mama und Clary ins Gefängnis? Ha? Das geschieht euch recht, ihr schrecklichen Leute. Hey, beruhig dich. Fast. Hab ich dich, du dreckige Ratte. Juhu, zu essen. Sieht so aus, als ob Mama und Clary Mitbewohnerin im Gefängnis haben werden. Nein, bitte nicht. Was ist das für ein Ort? Geh aus dem Weg. Wir versuchen, unser Mittagessen zu fangen. Er ist eine Ratte zum Mittagessen? Herr Polizist, bitte bringen Sie uns in eine andere Zelle. Nein, halt die Klappe. Es muss einen anderen Weg geben. Aha, die gute alte Bestechungstechnik. Gold, okay, los geht's, du wirst verlegt. Reich zu sein bringt dir wirklich alles. Willkommen in deiner neuen Zelle. Eher ein luxuriöses Airbnb. Wie werden Sie mit dem Leben im Knast zurechtkommen? Oh, toll, das Essen ist da. I love Rockwell. Juhu, Essen. Oh nein, die Puppe. Was war das für ein Hubbel? Huch. Meine Barbie, er hat dir das Bein gebrochen. Ist schon gut, Süße. Schau, was du angerichtet hast. Ups, nicht mein Problem. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, das in Ordnung zu bringen. Oh, lass mich nachdenken. Oh, ein 3D-Stift. Hey, kann ich den bitte haben? Den gibt's nicht umsonst. Bezahl ihn. Aber ich habe kein Geld. Einen Moment. Versucht Mama, ihren Zahn zu ziehen? Wie wär's mit einem Goldzahn? Gold, was? Das wird reichen. Hier bitte. Es ist Zeit für ein neues Outfit. Lege die Barbie auf ein Stück Folie und wickle sie um ihre Beine. Nein, wir werden sie nicht braten. Aber wir werden sie in einen halben Fisch verwandeln. Mama wird ihren Schwanz mit Regenbogenfarben verzieren. Der 3D-Stift wirkt wirklich wahre Wunder. Die Flossen kannst du ganz einfach mit dem Stift formen. Schneide ein Stück Stoff aus, das als Oberteil dient und voilà. Eine Regenbogenmeerjungfrau. Einfach schwimmen, einfach schwimmen. Schau mal, wer da ist. Wow, du hast ihn in eine Meerjungfrau verwandelt. Danke, Mama. Ich liebe sie. Die arme Charlotte fühlt sich krank. Oh nein, das Schlimmste, was du tun kannst, ist, einen Popel mit deiner Kleidung abzuwischen. Igitt, so schleimig. Aber gut, die arme Mama hat keine andere Wahl. Oh, das hätte ich fast vergessen. Es ist Zeit, deine Hustenmedizin zu nehmen. Damit wirst du im Handumdrehen gesund. Okay, hier kommt das Flugzeug. Ich will es nicht. Ach, komm schon. Ha? Der Polizist trinkt etwas. Das ist Coca-Cola. Gut, dass die arme Mama für Recycling ist. Puh, meine. Eine Coca-Cola-Dose und Hustensaft zusammen bedeutet nur ein Medizin-Hack. Tada! Ich habe eine Limonade für dich. Charlotte merkt nicht, dass sie tatsächlich Hustensaft trinkt. Mach dir keine Sorgen, Mama. Das ist unser kleines Geheimnis. Jetzt geht's los. Juhu. Aua. Ein riesiger Splitter. Mama, schau mal. Oh, was ist passiert? Oh Gott. Mom, reiß dich zusammen. Los, hol einen Arzt. Oh je, der Splitter sieht aus wie der Zahn eines Monsters. Ist schon gut. Du bist gesund, mein Schatz. Der Arzt ist da. Warte, er kommt mir bekannt vor. Lass uns mal sehen, was hier los ist. Was für ein böser Splitter. Aha, ich sehe schon. Ich habe das richtige Werkzeug dafür. Eine Kneifzange? Komm her. Ich habe Angst. Hier, nimm das ganze Geld. Such einfach etwas weniger Schmerzhaftes. Dieser Apparat ist perfekt. Er saugt den Splitter heraus, ganz einfach. Mach's gut, böser Splitter. Oh, toll. Brei mit einer Portion Ungeziefer ist ihre Tagesmahlzeit. Iss auf. Igitt, ich will keine Kakerlake.
kann sie denn sonst noch essen? Oh, ich weiß. Herr Polizist, ich will den Apfel. Hä? Wie auch immer, du kannst ihn haben. Warte, du hast ihn mit einem Wurm geteilt. Naja, sieh mal, was ich hier habe. Ich will keinen Wurm essen. Ist das eine Pommes-Schachtel? Es scheint, als hätte Mama gerade eine bessere Idee gehabt. Die Luft ist rein. Habe ich dich? Pommes-Schachtel und Apfel? Ich weiß was. Bereite den Apfel vor und schneide beide Enden ab. Einfach so. Dann löffelst du das saftige Innere aus, bis nur noch die Seiten des Apfels übrig sind. Diese Pommes-Schachtel von McDonald's kommt uns sehr gelegen. Alles, was wir brauchen, ist das Logo. Lege es auf den Apfel und schneide mit Hilfe des Logos eine M-Form aus. Es sieht gut aus. Jetzt schneidest du das Apfelfleisch in eine Pommesform und schon hast du ein Happy Meal. Schau mal, Schatz. Ich habe dir McDonald's-Pommes besorgt. Ja, ich bin so clever. Lecker Kaugummi! Ich bin mir nicht sicher, ob die dort zum Essen gelagert wurden. Aber es macht immer Spaß, eine große Blase zu machen. Außer wenn sie platzt und deinen Haaren klebt. Ups, sie kleben überall meine Haare. Ich höre weinen. Meine Tochter braucht mich. Lass mich mal sehen. Oh nein. Kaugummi im Haar ist das Allerschlimmste. Es gibt keine andere Möglichkeit, als den Kopf zu rasieren, Süße. Auf keinen Fall, ich will meine Haare nicht verlieren. Mama, nein! Es wird bald vorbei sein. Die arme Charlotte. Müssen wir ihr wirklich alle Haare abrasieren? Ich habe eine Glatze. Ich hasse es. Reg dich nicht auf. Oh, ich weiß was. Was macht Mama? Mama hat auch eine Glatze. Ja. Wie die Mutter, so die Tochter. Ich habe keine Lust mehr auf Puppen. Du hast bereits genug von deinen Puppen? Was willst du denn? Natürlich, ruf den Butler. Nimm all das Geld. Gib ihr einfach etwas Besseres. Der Butler muss sich etwas Einzigartiges einfallen lassen. Einzigartig, ja? Ein Wassermann und ein Polizist. Ah, ich hab's. Hä? Was ist denn das? Nein! Ist das Gold? Gib her! So einfach ist das nicht. Folge mir. Was ist denn das? Der Polizist hat sich gerade in einen echten Wassermann verwandelt. So schwer! Wahnsinn! König Triton ist hier! Der Butler hat dadurch sogar ein extra Workout bekommen. Es scheint, dass Clary mit ihrer größeren und besseren Puppe zufrieden ist. Sei vorsichtig mit meinen Haaren. Keine Sorge, Herr Polizist. Es hat Clary ein Streichholz in der Hand? Ich bin ein Feuermädchen. Oh je, das ist nicht der richtige Weg, um Katniss Everdeen zu imitieren. Mama, meine Haare sind verbrannt. Was ist denn los? Butler, hilf uns. Ihr habt Glück. Der Butler ist gerade von seinem Nebenjob als Hairstylist zurückgekommen. Schauen wir mal. Oha. Ich fürchte, wir müssen es abschneiden. Das wird nicht lange dauern. Geschafft. Was hast du mit ihren Haaren gemacht? Geduld, Ma'am. Ich werde es durch eine Haarverlängerung ersetzen. Ich muss sie nur noch mit dem Rest der Haare verflechten. Dieser Hairstylist weiß wirklich, was er tut, was? Und jetzt kommt der beste Teil. Sprühfarbe. Besprühe die Haare mit grünem Haarspray, genau wie der Schwanz einer Meerjungfrau. Wo ist Ariels Schwanz, fragst du? Er ist genau hier auf Clarys Kopf. Eine Meerjungfrau zu sein, ist besser als in Flammen zu stehen, nicht wahr? Schau dir diesen wunderschönen Zopf an. Ich liebe ihn, ich bin so glücklich. Wacht auf, ihr Schlafmützen. Wow, ich bin wach, ich bin wach. Charlotte, steh auf. Wach auf. Es scheint, als ob Charlotte nichts hören kann. Das ist also der Grund. Ihre Ohren sind mit Ohrenschmalz und Spinnen voll. Wie können wir sie reinigen? Kann ich das durch meine Nase trinken? Igitt, nie wieder. Hast du nicht ein Riesenglück? Oh, danke. Was will Mama mit dem Strohhalm machen? Und einem Pappteller?
Eine seltsame Kombination, aber sie hat etwas vor. Sie macht ein Loch in den Teller und steckt den Strohhalm direkt neben ihr Ohr, dann erhitzt sie ihn. Achtung, Kinder, macht das nicht alleine. Jetzt warten wir darauf, dass der Strohhalm schmilzt und das ganze Ohrenschmalz sammelt. Lass mich mal sehen. Oh je. Oh je, er hat wirklich den ganzen Strohhalm gefüllt. Wie eklig. Vielleicht wird Charlotte jetzt endlich aufwachen. Sch, aufwache. Saubere Ohren machen dich wirklich empfindlich für jedes Geräusch. Hör auf, in der Nase zu bohren. Das ist unangebracht. Dann bohre ich eben in den Ohren. Oh mein Gott. Da hat sich jemand schon ewig nicht mehr die Ohren geputzt. Lass mich dein Ohr überprüfen. Das sieht aus wie eine Ungezieferhöhle. Ekelhaft. Huh? Schau mal. Hast du Probleme mit dem Hören? Keine Sorge, ich habe das richtige Gerät für dich. Dieses neue Ohrreinigungs-Gadget leuchtet sogar. Oh, das brauchen wir. Aber wie können wir es kaufen? Ach ja, der Polizist. Entschuldigung, Sir. Lass mich in Ruhe. Kann ich dich mit Geld belästigen? Oh ja, was brauchst du? Ich besorge es sofort. Wir möchten, dass du dieses Ohrreinigungs-Gadget kaufst. Ich bin schon dabei. Oh ja, bin ich in Schwierigkeiten? Ich hätte gerne das Gadget, bitte. Oh, hier, bitte sehr, Sir. Endlich bekommt Clary ihre Ohren gereinigt. Jemand war schneller als sie. Hey, das gehört uns! Ups, tut mir leid. Wir haben keine Zeit, es zu waschen, denke ich. Los geht's. Oh je, sieh mal, wie viel Ohrenschmalz sich darin angesammelt hat. Ich bin überrascht, dass Clary ihr Gehör noch nicht verloren hat. Nur noch ein kleines Stückchen. Igitt, es ist größer als ihr Ohrloch. Alles fertig. Ich kann jetzt besser hören. Nein, ich will das alles nicht. Sieht aus, als hätte jemand ein Problem mit dem Mittagsmenü. Im Zweifelsfall rufst du den Butler. Hol ihr eine Happy Meal von McDonald's. Verstanden? Ja, Ma'am. Das ging aber schnell. Zum Glück isst sie jetzt endlich. Was? Aber Clary isst auch schnell. Das bedeutet, dass sie immer noch hungrig ist. Wie hast du es so schnell aufgegessen? Und wo ist das Happy Meal-Spielzeug? Tada! Es ist kein anderer als Ronald McDonald. Ich habe eine Idee. Was hat der Butler vor? Sieh dir das an. Wahnsinn, der echte Ronald McDonald. Er hat auch Riesenpommes für Clary. Das ist der Essensvorrat einer ganzen Woche. Sieht toll aus. Oh, seht euch dieses süße Fingerpaar an. Charlie hat allerdings keinen Spaß. Was für eine langweilige Show. Die arme Mama hat hart dafür gearbeitet. Was könnte Charlotte noch wollen? Seifenblasenpapier? Das ist genau wie ein Puppet. Schau mal, macht Spaß, oder? Nein, gar nicht! Oh nein, was kann ich sonst noch tun? Oh, ich weiß was. Ich habe eine Überraschung für dich. Tada! Es ist ein Hund. Du kannst ihn mit allem füttern und dabei zusehen, wie das Futter in seinen Bauch wandert. Langweilig! Was willst du dann? Den Laptop! Was ist das? Ja, ja, komm schon! Wow, schauen wir es uns an. Mama und Charlotte amüsieren sich prächtig. Was? Nichts. Ich beobachte dich. Ja, komm schon. Ich habe eine Idee. Es ist Bastelzeit. Mama braucht dafür nur Pappe und Alufolie. Umwickle die Pappe einfach mit Alufolie und du erhältst silberne Pappe. Du hast es sicher schon erraten, denn im nächsten Schritt musst du die Pappe in der Hälfte falten. Jetzt klebst du einfach einen bedruckten Bildschirm auf die obere Hälfte und eine bedruckte Tastatur auf die untere Hälfte. Noch besser ist es, wenn du etwas Luftpolsterfolie darauf legst, damit du auch wirklich das volle Tipperlebnis hast. Hier ist dein Laptop. Wow, danke! Ja, los, los! Du wirst gewinnen! Lo, lo, lo. Seht euch diese lustige singende Kreatur an. Oh, das ist so lustig. Nee, das ist langweilig. Das ist nicht gut. Hör auf jetzt. Hey, wofür war das denn? Wir brauchen eine neue Idee. Oh, ich weiß. Was könnte er vorhaben? Also gut, mach es sofort. Kommt her, ihr zwei. Folgt mir. Lehnt euch zurück. Entspannt euch und genießt die Show. Oh, so aufregend. Seid ihr bereit, den größten Film aller Zeiten zu sehen? Oh, Wahnsinn, die Zelle hat sich gerade in ein Kino verwandelt. Das ist so cool. Vergesst das Popcorn nicht. Der Film wird gleich noch besser. Da
Das ist Kissy Missy. Das ist so gruselig. Tut mir leid, ich habe nur Spaß gemacht. Siehst du, du kannst es so tragen. Es ist gar nicht so unheimlich. Sie mag es. Jetzt ist es Zeit zu essen. Was gibt es heute zu essen? Hier geht das richtig übel. Echt? Oh, ich weiß. Ich kann dich einfach füttern. Igitt, was ist das überhaupt? Charlotte will's nicht essen. Was kann Mama ihr sonst noch füttern? Oh. Wow, das ist eine Menge Schlagsahne. Das sieht nicht gesund aus. Schau, Alice, sie fallen. Das ist eine gute Gelegenheit für Mama. Psst, du musst leise sein. Pass auf, sonst wirst du noch erwischt. Ich nehme das. Danke. Tada. Ich werde es zuerst probieren. Oh je, es ist nichts mehr da. Der Polizist hat alles aufgegessen. Was wird Mama jetzt tun? Warte, ich weiß, was zu tun ist. Eine Augenbinde? Was hat sie jetzt vor? Sieht so aus, als würde Charlotte immer noch das eklige Essen essen. Ah, ich verstehe. Sie wird nicht wissen, dass es keine Schlagsahne ist. Das ist wirklich schlau, Mama. Wow, das sieht nach einem besonderen Snack aus. Aber sie mag ihn nicht. Okay, ich weiß, was zu tun ist. Ihr Butler ist hier? Du musst uns besseres Essen bringen. Ich bezahle dir eine Menge dafür. Wow, kein Problem, Ma'am. Lecker, sieh dir all diese Donuts an. Können sie das wirklich alles aufessen? Aber es gibt ein Problem. Es passt nicht hinein. Du musst dir etwas einfallen lassen. Oh, lass uns das seitwärts machen. Das geht nicht. Er hat gerade die ganzen Donuts fallen lassen. Darüber werden sie nicht glücklich sein. Was soll ich tun? Mama ist nicht glücklich und ihre Tochter ist so hungrig. Was wird der Butler jetzt tun? Lass dir etwas einfallen. Wir haben einen Frostgummispieß und ein paar Donuts. Wenn wir sie mischen... Ja! Gut gemacht, Butler. Das sieht köstlich aus. Keine Sorge, ihr zwei. Euer Essen ist fertig. Wahnsinn, schau mal, Mama. Das ist wie ein Regenbogensnack. Das ist toll. Juhu. Das war eine schnelle Rettung, Butler. Phew. Da ist jemand heute etwas kreativ. Ich glaube, ihre Puppe will eine neue Frisur. Lasst uns ihr einen schicken Haarschnitt verpassen. Aber mir ist jetzt langweilig. Ich will etwas anderes schneiden. Sieh dir das an. Der Polizist macht Mamas Nägel. Was hat Clary jetzt vor? Jemand ist umgezogen. Diesmal will ich richtige Haare schneiden. Guck mal. Was ist das für ein Geräusch? Was hast du getan? Mein kostbares Haar ist ruiniert. Ich wollte nur, dass du wie meine Puppe aussiehst. Autsch. Ich versteck besser meine Haare. Ich brauche keinen Haarschnitt. Du solltest dir von meiner Tochter die Haare schneiden lassen. Niemals, niemals. Oh, ich meine, klar, wenn ich so viel Geld bekomme, ja. Sieht aus, als hätte der Friseursalon schon geöffnet. Das ist aber sehr bunt. Das Gefängnis ist so langweilig. Was ist das? Ich denke, ich werde mir die Haare schneiden. Warte, doch nicht. Oh je, ich glaube, sie hat ein neues Ziel gefunden. Mama ist zu beschäftigt, um es zu merken. Oh je, das sind aber viele Haare. Wo kommen die denn her? Hast du mir gerade die Haare geschnitten? Nein, du böses Mädchen. Das ist schlimm. Warte mal, eine Schachtel? Bunte Stifte? Garne und Stricknadel? Ich weiß, was zu tun ist. Was für ein süßes Puppengesicht. Mama wird mit einem Papierlocher Löcher in ihren Kopf machen. Sie stanzt einfach eine Reihe von Löchern oben am Kopf entlang. Jetzt fädelt sie das Garn durch das Loch und macht einen Knoten. Voila, die Puppe hat jetzt Haare. Das ist so kreativ. Sie sieht so hübsch aus. Schau dir diese Locken an. Charlotte, schau mal. Und Mama hat noch mehr gemacht. Charlotte übt gerade, wie man einen schönen Zopf macht. Mama muss so stolz sein. Aber sie hat immer noch viele Haare verloren. Vielleicht kann sie sie einfach wieder anflechten. Oh, ich kann nicht glauben, dass wir hier festsitzen. Oh, seid nicht so dramatisch. Pass auf. Oh nein. Du hast meiner Tochter fast die Hand gebrochen. Komm her, du unvorsichtiger Mann. Geht's dir gut? Oh, sieh mal, da ist ein neuer Gefangener. Ich frage mich, was dieser Clown getan hat. Sieh dir diesen gruseligen Mann nicht an, Süße.
Oh, armer Clown. Warte mal kurz. Was ist das denn? Das ist eine Poolnudel. Ich habe eine Idee. Entschuldigung, Mister. Kann ich das bitte haben? Es ist nicht sicher für meine Tochter hier. Gut, kannst du es haben. Dieser Clown ist so großzügig. Er ist doch kein furchterregender Mann. Das hier ist genug. Oh mein Gott, es gibt noch mehr. Wie tief ist die Tasche des Clowns? Cool, das ist wie eine Zaubershow. Okay, das ist mein letzter. Juhu, lasst uns anfangen zu basteln. Mama schneidet mit der Schere die Mitte der Poolnudel auf. So, fertig. Jetzt stülpt sie wie ein Schutz über die Gefängnisstäbe. Was für ein genialer Einfall. Der Polizist hat vergessen, die Tür zuzuschließen. Juhu, der Schutz hat funktioniert. Auf Wiedersehen, Mr. Clown. Sie hat sich nicht die Finger verletzt. Ja, danke, Mama. Du bist so schlau. Pass auf! Aua! Was? Oh nein, mein Schätzchen. Mein Knie tut weh. Hier gibt es so viele scharfe Kanten. Sie hätte sich den Kopf stoßen können. Ich sollte das in Ordnung bringen. Wen ruft Mama an? Boah, ist das ein Geheimagent? Er sieht so unheimlich aus. Keine Sorge, ich kenne jemanden, der helfen kann. Wer ist es dieses Mal? Hallo? Ja, kein Problem. Ich frage mich, wie diese Leute helfen können. Sie haben eine Lieferung. Diese Leute arbeiten wirklich schnell. Es ist schon da. Was? Das ist der Typ mit dem Schnurrbart. Was macht er denn hier? Bist du ein Baumeister? Wahnsinn. Das ist interessant. Das sind Schaumstoffschoner. Bringen wir sie zuerst am Tisch an. Was für ein praktisches Gadget. Mach dir keine Sorgen, Mama. Entspann dich einfach und lass den fremden Mann die Arbeit machen. Wow, dieser Typ muss ein Superheld sein. Noch mehr süße Schaumstoffschützer. Und für die letzte Runde... Wow, hier ist ein Helm als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme. Hä? Sie hat sogar Schwimmflügel für die Arme. Danke, Mr. Schnurrbart. Meine Tochter ist jetzt in Sicherheit. Bye. Mama ist jetzt so erleichtert. Es wird keine Verletzungen mehr geben. Es gibt so viele Kaugummis. Der Polizist weiß gar nicht, welchen er zuerst probieren soll. Ich will auch welche. Das geht nicht. Wir dürfen dich nicht füttern. Siehst du? Das ist so ungerecht. Die arme Charlotte. Sie hat auch einen leckeren Kaugummi verdient. Ich weiß. Mama wird den Polizisten täuschen. Igitt, Mama, deine Zähne sind so schmutzig. Du musst sie putzen. Igitt. Kann ich bitte etwas Zahnpasta haben? Hier, benutze alles. Ja. Mission erfolgreich. Lass uns unseren eigenen Kaugummi machen. Wie soll das mit Toilettenpapier gehen? Ich schätze, du musst ein Stück abreißen und es zerknüllen. Jetzt trinkst du ein bisschen Zahnpasta auf das zerknüllte Papier auf. Tada! Das ist ein provisorischer Kaugummi. Hier, Schatz. Komm schon, probier's aus. Okay. Oh, das ist lecker. Mama hat ein High Five verdient. Pass mal auf. Was macht sie da? Was ist das in deinem Mund? Sie kann eine Blase machen. Oh je, sie wird zu groß. Oh je, das war eine ganz schöne Explosion. Igitt. Was für ein entspannender Tag im Gefängnis. Hä? Was ist passiert? Oh nein, warum ist Clary traurig? Was ist denn los? Aha, sie hat keine Süßigkeiten mehr. Was soll Mama jetzt tun? Aha, ich weiß, was zu tun ist. Es ist Zeit, den Butler zu rufen. Hier kommt der Butler, um den Tag zu retten. Wahnsinn, es ist voll mit M&M's und meinen Lieblingsspielzeugen. Das ist der beste Tag aller Zeiten. Mama ist froh, dass ihr Mädchen glücklich ist. Das macht so viel Spaß, ja. Hä? Was ist denn das? Überall an den Gitterstäben des Gefängnisses sind Fruchtgummistreifen. Wahnsinn! Dieses Gefängnis ist wie ein Süßigkeitenladen. Darf ich probieren? Lecker, es ist so süß. Ich glaube, Mama und der Butler wollen auch mal probieren. Schatz, es ist Zeit für dein Bad. Wow, sieh dir den ganzen Schaum an. Hä? Ich will diesen billigen Schaum nicht. Was? Aber ich habe so hart gearbeitet, um das hier auf die Beine zu stellen. Was wird Mama jetzt tun? Oh, ein Geldfächer und Seifenblasen? Das gibt's doch nicht. Es ist eine Badewanne voller Geld. Clary, komm her. Wird es dir Mädchen gefallen? Hä? Mal sehen. Nee, immer noch langweilig. Was? Ich will nur mit meinem Puppet spielen. Ein Puppet? Oh, ich weiß, was ich tun muss. Worauf wartet Mama?
Wahnsinn. Ich glaube, Mama hat gerade den ganzen Puppet-Laden gekauft. Das ist ja unglaublich. Sie werden die Badewanne mit all diesen Puppets füllen. Es sieht perfekt aus. Ich frage mich, wie das Wasser bei all dem reinpassen wird. Das ist gut genug. Juhu, ein Puppet-Bad. Meine Mama ist die Beste. Chloe lebt definitiv das beste Leben. Sogar im Gefängnis. Ups, ich glaube, du hast zu viele gekauft. Es sind fliegende Puppet. Mama ist so eine tolle Künstlerin. Schau dir diese hübschen Blumen an. Huh? Oh nein, Charlotte hat wohl nicht Mamas künstlerische Gene geerbt. Huh? Sieh dir deine Hände an. Was für eine Sauerei. Du sollst sie waschen, sofort. Aber Charlotte kann es nicht erreichen. Es ist zu hoch. Was soll Mama jetzt tun? Der Polizist hat ein paar coole Tricks drauf. Lasst uns feuern! Aber schau mal, Waschmittelflaschen. Oh yeah! Er ist so sehr mit Tanzen beschäftigt, sodass Mama die Flaschen einfach holen kann. Tada! Ha? Warum hat sie sie aufgeschnitten? Ich verstehe. Sie hat eine Verlängerung gemacht, damit das Wasser Charlottes Hände erreichen kann. Probieren wir es mal aus. Komm schon, Süße. Lass uns deine Hände waschen. Cool, das ist so ein cleverer Hack. Bye-bye, schmutzige Farbe. Das hast du gut gemacht, Mama. Alles sauber! Gut gemacht. Nur noch ein kleines Stückchen Toilettenpapier übrig. Du darfst nur ein kleines Stückchen benutzen, okay? Na gut. Denk dran, nur ein bisschen, okay? Ich glaube, das Toilettenpapier wurde gerade verschwendet. Ha? Was hast du getan? Wo kommt das alles her? Ich sehe besser mal nach. Oh je, das ist eine Katastrophe. Oh mein Gott, wie konnte das passieren? Junge Dame, wie viel Papier benutzt du? Okay, ich zeig's dir. Das sieht nicht gut aus. Hat sie vor, die ganze Rolle zu verbrauchen? Oh je. Sie hat sie glücklich ganz aufgerollt. Mama ist entsetzt. Oh nee. Ich brauche einen Moment. Wir müssen das sofort in Ordnung bringen. Was hat sie vor? Hier, ich zeig dir, wie viel Toilettenpapier du benutzen kannst. Aha. Mama wird das rote Band als Markierung benutzen. So weiß Charlotte, wann sie das Papier abreißen muss. Gut gemacht. Sie hat es geschafft. Mama ist so erleichtert. Oh nein, der coole Turm ist gerade zusammengebrochen. Es scheint, dass das Mädchen mit normalem Toilettenpapier nicht zufrieden ist. Keine Sorge, Mama weiß, wie man das in Ordnung bringt. Was? Was ist passiert? Was ist los? Du musst ihr spezielles Toilettenpapier kaufen. Wirklich? Ich bin schon dabei. Wow, es ist rosa Klopapier. Ich will es nicht. Ups. Ich weiß. Wie wäre es mit einem Goldbarren? Wie soll das denn gehen? Es sieht aus, als wüsste der Butler genau, was zu tun ist. Ich frage mich, wie der Plan aussieht. Wahnsinn. Ist das für mich? Fort weg! Ich brauche diese Reibe. Oh, eine Käsereibe? Will er die für den Goldbarren benutzen? Das klingt nach einer schwierigen Aufgabe. Warte mal, ich kann nicht glauben, dass es funktioniert. Sieh dir die ganzen Goldstücke an. Was ist hier los? Wow, so viel geschreddertes Gold. Was wird er als nächstes tun? Ich glaube, er klebt doppelseitiges Klebeband auf das Toilettenpapier, damit das Gold haften bleibt. Das ist so cool. Nimm einfach eine Handvoll Goldstücke und schütte sie auf das Klopapier. Jetzt muss der Butler nur noch seine Magie spielen lassen. Voila, goldenes Klopapier. Mal sehen, ob dem Mädchen das gefällt. Es sind noch Goldstücke übrig. Hier ist so viel Chaos. Keine Sorge, das spezielle Klopapier ist hier. Wahnsinn, es glitzert so schön. Das Mädchen ist jetzt bereit, die Toilette zu benutzen. Das hast du toll gemacht, Butler. Du bist der Beste. Die Familie fährt in den Urlaub. Oh, warte, wo ist unsere Tochter? Melanie, los geht's, wir fahren los. Bist du hier, Melanie? Ich bin mir nicht sicher, ob sie unter den Teppich passt. Vielleicht ist sie in ihrem Zimmer. Ich werde nachsehen. Da bist du ja, freches Mädchen. Melanie, wir müssen los. Hä? Warum kann sie mich nicht hören? Melanie, wir müssen los. Was ist denn da oben los? Warum kann Melanie nichts hören? Lass mich ihre Ohren überprüfen. Oh, sie sind voller Ohrenschmalz. Wie soll sie uns jetzt noch hören können? Oh, ich habe einen Ohrenreiniger. Los, an die Arbeit.
Es könnte ein bisschen kitzeln. Melanie hat ihre Ohrenschützer im Grunde selbst kreiert. Mit diesem Gerät wird sie das ganze fiese Ohrenschmalz los. Gut, dass dieser Ohrenreiniger mit einem Licht kommt. Juhu, sie kann uns hören! Juhu, sie kann uns hören! Warte mal, Papas Ohren sind auch voller Schmalz. Wirklich? Wie konnte Papa trotz des ganzen Schmalzes noch etwas hören? Piep, piep, piep! Fürs zu schnelle Fahren bekommt man einen Strafzettel. Und diese armen Spielzeuge, was für ein tragischer Unfall. Oh nein, die Klamotten. Fahrrad fährt man schließlich nicht im Haus, sondern draußen. Mein armes Spielzeug. Das arme Spielzeug wurde von deinem Fahrrad angefahren. Hilf ihm. Sieh dir seinen gebrochenen Arm an. Das ist eine leichte Aufgabe. Frau Dr. Mama ist bereit. Sie ist schon angezogen. Lass uns mit der Operation beginnen. Können wir ihn noch rechtzeitig retten? Als erstes überprüfen wir den Puls. Wir müssen seinen Arm abtrennen. Um ihn wieder richtig ansetzen zu können, müssen wir ihn erst abnehmen. Eine Pinzette bitte. Das ist quasi sein Schultergelenk. Wir brauchen ihn, um seinen Arm zu befestigen. Dann können wir ihn mit Nadel und Faden wieder zusammennähen. Mama ist darin ein Profi. Schau dir an, wie toll sie nähen kann. Die OP ist beendet. Ich empfehle dir ein paar Tage Bettruhe, damit die Naht heilen kann. Wahnsinn, sein Arm ist in Ordnung. Meine Arbeit hier ist getan. Was ist mit Barbie? Nun, Mama und Doktor zu sein, ist ein Vollzeitjob. Wie kann man nur so viel für eine Reise packen? Aber Papa will anscheinend die ganze Spielzeugkiste mitnehmen. Was ist los? Was ist passiert? Ich bin krank! Hör ich da einen Husten? Dagegen habe ich eine Lösung. Tauche den Lutscher einfach in den Hustensaft. Hör auf damit! Sie kann ihn essen! Okay! Wonach sucht Mama? Aha! Ich habe die Form gefunden. Ich werde einen selbstgemachten Lutscher machen. Stecke einen Zahnstocher in jede Form, dann gieße den Hustensaft hinein. Gefrieren lassen und voilà, ein Medizinlutscher. Bitte sehr. Wow, das ist lecker. Lutscher? Kann ich auch einen haben? Ich will auch einen Lutscher. Papa darf auch einen Lutscher haben, auch wenn er nicht krank ist. Lutscher sind für alle da. Es ist ein entspannter Tag zum Campen. Oder auch nicht. Papa scheint noch etwas zu suchen. Ich habe 3 Splitter in meiner Hand. 3? Oh je, das ist schlimm. Aha, ich habe die Zange gefunden. Bist du verrückt? Die kannst du nicht benutzen. Bleib einfach zurück und lass mich die Arbeit machen. Wir haben einen Erste-Hilfe-Kasten für so etwas. Ich präsentiere das Pump-Gadget. Damit wird der fiese Splitter hinausgesaugt. Eine erledigt, 2 sind noch übrig. Er ist weg, es tut nicht einmal weh. Dann brauchst du keine Zange, wie ich sehe. Mama weiß es eben am besten. Die Familie schläft in einem Zelt. Hä? Was war das für ein Geräusch? Was war das? Ich glaube, da draußen ist ein echtes Monster. Was ist los, Süße? Da draußen ist etwas. Sie werden uns auffressen. Schatz, wach auf. Was ist denn los? Da draußen ist ein Monster. Ach Quatsch, das sind doch nur Blätter. Es wird verschwinden, wenn du es mit einer Taschenlampe anleuchtest. Es ist so hell. Unsere Augen. Das scheint nicht zu funktionieren. Du hast recht, es ist, als ob man direkt in die Sonne starrt. Aber ich weiß. Mama bastelt eine Lampe aus einem herzförmigen Luftballon, bedecke ihn mit einem Taschentuch und fange an zu malen. Füge einen kleinen süßen Bären und Glitzer hinzu. Bedecke den Ballon weiter mit einem Taschentuch und male noch mehr. Dann füge Sterne hinzu. Wiederhole den gleichen Schritt, Taschentuch und Farbe. Jetzt, wo wir die Form des Ballons gemacht haben, können wir ihn platzen lassen und ihn loswerden. Du kannst dir sicher schon denken, wer diese Lampe sein wird. Huggy Wuggy! Eine Huggy Wuggy Lampe? Das ist so cool! Jetzt können sie endlich in Ruhe schlafen. Treffer! Ja, das war ein guter Wurf! Ein weiterer Punkt für mich! Ich bin dran! Ja! Sie sollten eigentlich ihre Koffer für die Reise packen, aber ein DIY-Basketballspiel kann wohl nicht schaden. Oh je, es ist Mama! Was macht ihr denn da? So packt man doch nicht seinen Koffer! Wartet mal! Dieser Karton bringt mich auf eine Idee! Schauen wir uns an, was Mama vorhat.
Sie schneidet den Karton in Stücke. Jetzt wird alles mit Klebeband zusammengeklebt. Achte darauf, dass du jede Ecke sicherst. Auf diese Weise kann die Pappe gefaltet werden. Geschafft! Damit kannst du deine Klamotten falten. Lass es uns ausprobieren. Lege das Shirt auf die Pappe und falte es von den Seiten zur Mitte hin. Dann von unten nach oben. Wow, ich hab's geschafft! Vielleicht sollten sie daraus ein Spiel machen und für jedes gefaltete Shirt einen Punkt bekommen. Und schau, sie passen gut in den Koffer. Jetzt ist Papa dran, seine Sachen zu falten. Etwa so? Oh, ich hab's. Das ist so einfach. Sieht so aus, als würden Melanie und Mama irgendwo hingehen. Bist du bereit, loszugehen? Jawohl, alles fertig. Wow. Vorsichtig. Meine Schuhe. Ich glaube, ich habe sie falsch herum angezogen. Wie kann man so etwas nur falsch machen? Weißt du was? Wir werden das Problem lösen. Es scheint, als könne Melanie nicht unterscheiden, was links und rechts ist. Mama wird einen Aufkleber anbringen, um sie zu markieren, welcher Schuh wohin gehört. Diese Seite kommt nach rechts und die andere nach links. Huh? Dieses Bild scheint nicht richtig zu sein. Aha, so geht's. Das ist ja wie ein Puzzle. Ich bin bereit. Hey Ladies, seid ihr bereit? Papa, schau mal. Papa hat seine Schuhe auch falsch rum angezogen. Gut, dass ich extra Aufkleber für dich habe. Dieser Sand ist so lustig. Ich werde ihn mit Wasser auffüllen. Nur noch ein bisschen mehr. Es sieht aus wie ein Vulkan. Aber ich werde ihn zu einem Ball formen. Da ist etwas drin. Tauchen wir ihn unter Wasser, um zu sehen, was sich darin verbirgt. Aber hallo, Huggy Wuggy. Wo ist der Rest seines Körpers? Wahnsinn! Oh nein, der arme Lutscher. Das ist ein süßes Monster. Mama, Papa, seht mal, was ich gefunden habe. Das sieht lustig aus, Süße. Oh, wo ist mein Lutscher? Er ist voll mit Sand. Willst du ihn essen? Nein, stopp! Du wirst keinen Lutscher mit Sandgeschmack essen. Ich wollte ihn essen. Nimm stattdessen das hier. Was ist das? Wahnsinn, er ist dein Lolli. Er hält ihn nur für dich und er schützt ihn auch. Du kannst ihn jetzt jederzeit in den Sand legen, wenn du willst. Cool, mein Lolli ist sicher. Ich liebe dieses Gadget. Die Familie ist fast bereit, ihren Flieger zu bohren. Das ist so lustig. Es scheint, als hätte Melanie letzte Nacht nicht genug Schlaf bekommen. Sie ist im Traumland versunken. Ihr Schnarchen ist so laut. Ich klebe ihr einfach den Mund zu. Nun, das ist eine Möglichkeit, das Problem zu lösen. Perfekt. Ich werde auch langsam müde. Was ist das für ein Geräusch? Papa schnarcht auch. Es ist so laut. Ich weiß, ein Schlafstreifen wird seine Geräusche überdecken. Das scheint wirklich gut zu funktionieren. Es sieht so aus, als hätte Papa einen süßen Schnuller. Oh je, Mama schläft auch schon. Wer wird jetzt Mamas Schnarchen abdecken?